Fast alle Tiere haben in ihrem Magen-Darm-Trakt Wurmparasiten. Häufig stellen diese Würmer kein Problem dar, weil das Immunsystem des Wirtstiers sie unter Kontrolle hält. Wenn das nicht so ist, kann der Wurmbefall aber zu schweren Erkrankungen führen. Deswegen wurden früher die meisten Tiere regelmäßig vorbeugend entwurmt. Das hat zu resistenten Würmern geführt und viele Entwurmungsmittel sind heute nicht mehr vollständig wirksam. Heute sollte nach dem Grundsatz so wenig wie möglich, so viel wie nötig entwurmt werden. Das bedeutet konkret, Tiere nur zu behandeln, wenn sie eine bestimmte Anzahl Würmer in sich tragen. Direkt kann man den Wurmbefall im lebenden Tier leider nicht messen. Aber die Anzahl Wurmeier im Kot ist ein sehr gutes indirektes Maß für die Anzahl Würmer im Tier. Das FIBEL führt deshalb als Dienstleistung für Tierhalterinnen und Tierhalter verschiedene Programme zur Parasitenüberwachung durch. In Zusammenarbeit mit dem BGK für die kleinen Wiederkäuer, gemeinsam mit Bio-Eierhändlern für Legehennen und für andere Tierarten wie Rind und Pferd direkt im Auftrag von Tierhaltern oder Tierärztinnen. Pro Jahr kommen so rund 8000 Proben zusammen. Wie eine Kotuntersuchung im Labor abläuft und was wir dabei sehen, wollen wir Ihnen in diesem kurzen Video zeigen. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir im Labor seid. Es ist Parasitologie-Labor. Also wenn ich jemandem erzähle, dass ich Kotproben untersuche, meistens verziehen sie Gesicht, aber es ist viel spannender, als man denkt. Fast jeden Tag hat man Weihnachten, man kriegt viel Post. So. Als erstes schauen wir mal, was für Betrieb ist und was für Tierart wir haben. Das sind Ziegen. Da schauen wir mal genau, was alles. Die Tiere sind gesund, haben aber struppige Wolle. Aha, und Husten haben sie. Das ist für uns schon Hinweis, auf was wir genau untersuchen müssen. Magen-Darm-Würmer untersuchen wir immer. Und auch zusätzlich müssen wir noch auf Lungenwürmer untersuchen. Schau mir die Probe schnell an. Es ist sehr gut verpackt, so wie man das muss. Nirgendwo nichts ausgelaufen. Schön aufgeschrieben, was für Tiere sind, wann die Probe genommen ist. Also unsere Probe kriegt einen Stempel, eine Identifikationsnummer und dann gehen wir weiter auf die andere Seite vom Labor. Wir werden untersuchen und schauen mal, ob echt die viel Magen-Darm-Würmer hat und Lungenwürmer. So, die Probe. Wir müssen Magen-Darm-Würmer untersuchen. Für unsere McMaster-Methode nehmen wir 4 Gramm Kot. Es ist noch wichtig, dass die Kotproben frisch sind und gut gemischt. Nehmen wir bestimmte Lösung, Natriumchlorid, bestimmte Dichte, nur weil bei dieser Dichte unsere Parasiteneier flottieren. Und das ist sehr wichtig. Die Kotprobe müssen wir gut mischen. So, die Probe ist jetzt gut gemischt. Dann füllen wir den Zylinder ab mit einem festen Strahl durch den Sieb. Lassen wir die Flüssigkeit durch. Wir füllen bis bestimmte Menge ab. So. So. Dann gehen wir zu dem nächsten Schritt. Wir füllen unseren aufgelösten Kot in eine McMaster-Kammer. Vorher mischen wir sehr gut. So. Und dann endlich kommen wir zum spannendsten Teil. Wir schauen mal, was wir drin finden. Dann müssen wir zum Mikroskop. So wie ich schon erwähnt habe, die Eier sind so klein und man braucht hunderte Vergrößerung, dass man überhaupt etwas sieht. So. Auf diesem Teil freue ich mich immer am meisten. Da sehen Sie sehr schön 3 Magen-Darm-Wurm-Eier. Da drin, was Sie sehen, das sind so viele kleine Blastomeren, wo nachher später entwickelt sich ein Wurm, eine Larve da drin.
Also Sie fragen sicher, wie wir das zählen. Es funktioniert folgend. Unsere Kammern sind geteilt in den 6 Bahnen. Und wir fahren entlang und zählen wie jedes Ei, was wir dort finden. Und dann wird nach bestimmter Methode das umgerechnet. Die Zeit, wie schnell man die Kammern anschaut, hängt klar davon ab, was man alles findet. Aber das geht so von 5 bis 10 Minuten, da muss man schon damit rechnen. Weißt du noch, unsere Ziege hat noch Husten gehabt. Einer von Hauptgründen sind, meistens haben sie Lungenwurmen, weil die Methode lange dauert, man muss 24 Stunden warten, habe ich gestern meine Probe schon eingehängt und schauen wir, ob wir etwas finden. Um die Lungenwurmen zu bestimmen, verwenden wir die Bärmann-Trichter-Methode. Wie man sieht, wir haben so einen schönen Trichter und wir lassen Kotprobe drin für 24 Stunden, dass die Larven, die Würmer müssen durchwandern. Wir haben sie unten, da lasse ich eine kleine Menge raus, da decke ich das mit dem Deckglas zu und dann gehen wir unter dem Mikroskop wieder die Probe anschauen. Hier sehen Sie 2 Würmer. Von ersten Blick sehen sie ähnlich aus, aber die sind ziemlich unterschiedlich. Das untere, wo sich so bewegt, das ist Magen-Darm-Wurm. Der hat so einen spitzigen Schwanz. Meistens bewegt er sich, ist noch ziemlich fit. Jetzt gerade versucht er von unserem Bild wegzuschleichen. Und oben ist Lungenwurm. Der hat so einen stumpfen Schwanz. Ja, es ist nicht so einfach zu unterscheiden. Da braucht man schon Erfahrung. So, wir haben die Kotprobe untersucht, wir haben spannende Sachen gefunden, die Wurmeier gezählt. Ich habe das alles, die Rohdaten in unseren Formular angetragen. Dann müssen wir in den von Tierhaltern angesendeten Formular umrechnen. Wurmeier pro 1 Gramm Kot. Und die Menge, was da rauskommt, am besten der Landwirt berät sich mit dem Tierarzt und dann wird entschieden, ob man das Tier entwurmen muss oder nicht. Dass die Zahlen alles richtig ist, dass sie keinen Fehler gemacht hat, meine Kollegin schaut das alles schnell durch und dann mit einem guten Gewissen schicken wir unser Ergebnis dem Landwirt oder Tierhalter weiter. Sie haben gesehen, dass im Labor viele Arbeitsschritte und exaktes Arbeiten nötig sind, damit wir gute Resultate liefern können. Deshalb ist es wichtig, dass auch das Untersuchungsmaterial in gutem Zustand bei uns ankommt. Folgende Punkte sind dabei wichtig. Die Proben sollten nicht übers Wochenende auf der Post liegen bleiben. Nehmen Sie bitte die Proben Anfang Woche und verschicken Sie sie möglichst am Montag. Manche Tests dauern mehrere Tage. Auch deshalb ist es wichtig, dass die Proben Anfang Woche bei uns eintreffen. Die Proben müssen gut verpackt sein. Wir haben entsprechendes Verpackungsmaterial für Sie. Sie müssen deutlich beschriftet sein, damit es keine Verwechslungen gibt. Alle Informationen zu Probenahme und Versand sowie die nötigen Formulare finden Sie auf unserer Webseite. Wir wünschen Ihnen und Ihren Tieren eine schöne und gesunde Weidesaison.